Hallo und herzlich willkommen, liebe YugiTuber, zu einem neuen OCG Box Opening Video. Ja, heute mit dem angekündigten Collectors Pack 2017. Ja, dieses Collectors Pack ist im OCG schon das fünfte Collectors Pack Set, angefangen vom Collectors Pack 6 zu Duelist of Legend, Duelist of Destiny und Duelist of Flash. Und ja, das ist die Nummer 5, wie gesagt. Und dieses Collectors Pack ist sozusagen die OCG-Variante bzw. das Gegenstück zu Battle of Legends Light Revenge im TCG und enthält hier eigentlich auch die ganz neuen Karten, bis auf die Reprints, die meistens bzw. exklusiv im TCG erschienen sind natürlich. Und ja, deswegen ist dieses Set auch hier wieder ein bisschen kleiner. Hier haben wir erstmal den buntäugigen Giftdrachen als Titel bzw. körpergebendes Monster. Dieses Set ist in Korea am 11. August 2017 erschienen, also auch mal nicht so alt, also wie gesagt auch das neueste Collectors Pack Set. Und es enthält bzw. besteht aus insgesamt 45 Karten, 26 Commons, 10 Rares, 5 Super Rares sowie 4 Ultra Rares. Und sämtliche Holos können wir dann auch ins Secret Rare bekommen. Ja, gut. Hier sind natürlich auch wieder einige der damals bzw. im August heiß ersehnten Karten, wie zum Beispiel die ganzen Herren der Zeitkarten, also Time Lords, dann die ganzen DDD-Karten, dann auch ein paar spezielle ältere Karten, die erstmals geprintet wurden, zum Beispiel diese Jurassic Einschlag, sage ich mal, ich kann es jetzt nur das, den englischen Namen aussprechen, und der Riesenrex und ja, noch so einiges mehr wie die super starken Samurai und ja. Natürlich, wie ihr wisst, hat diese Box wieder 30 Packs, das heißt, ich werde hier natürlich erstmal wieder nur 15 Packs öffnen. So, das sind schon mal 15 Packs. Ihr wisst, bei mir läuft immer bei neuen Sets, wenn mehr als 24 Packs, teile ich das natürlich wieder auf zwei Parts auf und dann, ja, hier ohne jetzt mal länger rumzureden, fange ich gleich mit dem ersten Pack an. Ich hoffe, ihr drückt mir auch hier die Daumen, liebe YugiTuber, und dann hoffe ich, dass wir auch ein paar coole Karten rauspulen können. Ich verwende auch wieder diesen Trick. Ah, dieses Pack geht wieder richtig schwer auf. Also, naja, das nehme ich jetzt mal nicht für meine Pack-Sammlung. Und dann haben wir hier auch schon ein paar der neuen Karten. Da muss ich jetzt auch erstmal sehen, was das so alles ist. Hier mal erst erstes Mal den Zwielicht Ninja Kagen. Dann eine der Herren der Zeitkarten. Saphion, der Herr der Zeit. Dann, aber ich glaube, immer einen super starken Samurai. Oh, und als erste Rare, die Nummer 32, doppelte Evolutionspille. Also ich werde auch hier jetzt mal nicht alle Karten namentlich nennen, weil ich kann nicht ständig dann in der Liste schauen und ja, es wird sonst zu lange dauern. Die Karten lege ich mal zur Seite. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir dieses Pack hier mal
vielleicht besser aufbekommen. Ah, das ist unfassbar. Wie krass diese Packs. Na, ich denke, ich werde dann doch das erste Pack, was ich vorhin geöffnet habe, dann für meine Packsammlung verwenden. Hier mal auch einen der Herren der Zeit. Lazion. Dann Gladiatoren bis Tamer Editor. Also ich habe jetzt hier nur die englischen Namen, dann hier ein Überfallraptor, glaube ich. Und die erste Holo, nice. Ist natürlich auch ein Herr der Zeit Monster, und zwar die Zeit Maid. Nice. Oh, cool. Und dann Nummer 41, betrunkener Tapir, glaube ich. Nice, sehr schön in Rare. Also es sind auch wieder viele Nummernkarten dazugekommen. Für alle, die die Nummernmonster sammeln natürlich. Aber wie gesagt, ich werde jetzt die Packs jetzt nur noch so öffnen. Das müsste, glaube ich, auch einer dieser Ninja, Zwielicht-Ninja-Karten sein. Und hier ist er ja, der Riesenrex. Nice. Also auf den habe ich schon lange gewartet als Karte. Er kommt auf jeden Fall in das Noah-Deck, Noah-Kaiba-Deck. Hier mal auch wieder die Nummer 26. Gladiatoren bis Andabata. Und Armeteil, das Chaos-Phantom. Ja, hier auch als Reprint in Kamen. Was ich auch richtig cool finde. Und Nummer 71, das müsste der Ribarian High sein, oder Ribarian Shark. Wie gesagt, finde ich wirklich ganz cool, dass man ja auch einige neue Nummernmonster hinzugefügt hat. Ich habe zwar jetzt selbst noch nicht so viele Nummernmonster, weil die werde ich dann erst richtig sammeln, wenn ich dann nächstes Jahr mit den Sechsel Hauptbooster Sets anfange. Gut, hier haben wir ein Künstlerkumpelmonster. Und zwar Künstlerkumpel buntäugiger Dissolver. Weiß ich jetzt auch nicht so genau den Namen. Dann hier mal den Pet Liger, weiß ich auch noch den englischen Namen. Und in Secret Rare, nice! Die Nummer 23, boah. Die amazonische Imperatorin oder Königin oder so, oder Hoheit, sieht aber wirklich richtig, richtig Hammer aus in diesem Prismatic Secret Rare Effekt. Wahnsinn. Also wie gesagt, sind schon wirklich gute Karten dabei. Bin ja gespannt, ob wir den buntäugigen Giftdrachen pullen können. Immer auch wieder ein Künstlerkumpelmonster. Und zwar Künstlerkumpel buntäugiger Minotaurus. Auch wieder ein Zeitlord. Dann die Nummer 33, also auch eine der neuen Jurassic-Karten, sage ich mal. Also Dino-Karten. Raumzeit-Transzendenz. Auf jeden Fall wirklich auch eine coole Karte hier. Was ist das? Gladiatorenbiest Noxios. Und nochmal die Nummer 71. Ja, lege ich mal zur Seite. Wie gesagt,
10 Rares gibt's. 7 würden uns jetzt noch fehlen. Aber immerhin schon mal zwei gute Karten gepult. Hier haben wir die Nummer 68. Das ist auch eine neue Nummernkarte, zumindest damals. Und zwar Nummer 68. Sanabon, das Himmelsgefängnis. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Ist aber nur eine Kamen, was ich schade finde. Und hier nochmal Nummer 41 betrunkenes Tab hier. Naja, auch nicht gerade so toll. Also ich hoffe, wir bekommen zumindest in diesen letzten Packs noch eine oder zwei Holos raus. Und vielleicht noch zwei oder drei neue Rares. Hier haben wir erstmal Jura Einschlag, dann wieder den Riesenrex, dann das Nummer 13. Abgrund Script Abyssment, dann irgendein dieser weißen Aura-Karten, glaube ich. Weiße Muräne. In Secret, also Prismatic Secret, wie man sehen kann. Der weiße Aura-Delfin. Wow. Sieht auf jeden Fall auch richtig, richtig nice aus. Zwar jetzt nicht unbedingt die, ja, Secrets, die man unbedingt haben braucht oder möchte. Wobei, wie gesagt, die Amazones Empress, die nehme ich auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein Amazon-Fan. Hier mal wieder diesen Künstlerkumpel Magier da. Oh, Nummer 29. Nice. Nummer 29, Puppenkatze. Nice. Es war auch nur eine Kamen, aber naja. Ich habe wieder den Überfallraptor. Und er sieht auch richtig Hammer aus. Auf jeden Fall auch wirklich eine coole Super, ja? Die Nummer 11. Super schwerer Samurai. Steamzugkönig oder Steam Drain King. Hat 12 Sterne. Und 4800 Verteidigungspunkte. Wow! Und 2000 Angriff. Auf jeden Fall auch eine richtig coole Karte, wie ich finde. Ja, diese doppelte Evolutionsbrille hatten wir leider auch schon in Rare. Aber hey, immerhin noch zwei weitere Holos gepult. Ja, jetzt würde ich mich halt, wie gesagt, noch über ein paar Rares Freunde wieder das buntäugige Künstlerkumpel buntäugige Minotaurus. Und ja, wieder dieses Abgrundskriptbuch. Eine neue Rare. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus vom Artwork. Und zwar der Visionsheld Hexenreiter oder Witch Rider. Auf Englisch. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus in Rare. Am nächstes Pack. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar richtig coole Karten gepult, wieder diese Himmelsgefängnis, da wieder diese Zeitlord. Dann die hatten wir auch schon einmal. Dann wieder die. Und die Nummer 29, nice. Schicksalsheld Dusktopia. Wahnsinn. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Für ein neues Schicksalsheld-Monster. Also wie gesagt, von den Artworks her und auch so ist dieses Collectors Pack eigentlich wirklich richtig cool, auch für den Karten her.
Gefällt mir auch ganz gut. Hier mal wieder Jura-Einschlag. Dann wieder diese Zeitlohrkarten und den hier wieder. Wieder dieses kleine Turmgeheuer. Und eine weitere neue Rare. Und zwar die Nummer 12. Abgrundkünstler. Irgendwas mit Vorhang. Also ich sag's einfach mal auf Englisch. Abyss Actor. Certain Razor. Sieht auch richtig cool aus in Rare. Also wir hätten jetzt schon mal 6 von 10 Rares gepult. Also 4 würden uns noch fehlen. Von den Commons bin ich mir jetzt nicht mal so sicher, ob wir da schon alle haben. Könnte aber durchaus möglich sein. Also diese Zeit, also dieser Time Lord sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Was ist das, die Nummer 37? Ah, den hatten wir auch schon, den Saphion. Dann wieder Petliger. Dann wieder diese Amazonisch-Karte. Und eine weitere Super Rare. Auch 12 Sterne. Oh Mann. Das ist auf jeden Fall ein Überfallraptor. Und zwar Überfallraptor. Finaler Festungsfalkon. Wahnsinn. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Also wir hätten jetzt schon mal von den Super Rares. Oh, und auch eine neue Rare. Die Nummer 8. Ah, das ist einer dieser DDD-Karten. DDD. Super. Verdammniskönig. Dunkles Armageddon. Wahnsinn. Ich musste das gerade etwas übersetzen, aber ich denke, das passt schon so. Aber sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Irgendwie kommt er so aus einer anderen Dimension oder Barriere oder so raus vom Artwork her. Wie gesagt, sieht auch richtig cool aus. Also somit würden uns jetzt noch 3 Rares fehlen. Von den Super Rares haben wir schon. Muss ich mal schauen. Haben wir eigentlich schon alle gepult? Cool. Ja gut. Das heißt, uns würden jetzt noch, wie gesagt, die 4 Ultras fehlen. Und noch 3 Rares und die ein oder andere kamen noch. Und sonst hätten wir das Set schon komplett immer wieder. Raum-Zeit-Transzendenz wieder. Armetal, das Chaos-Phantom. Und ein weiterer DDD. Und zwar DDD Super Verdammnis König Hölles Armageddon. Nice. Oder Strahlendes. Sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Somit würden uns jetzt noch 2 Rares fehlen. Auf jeden Fall wirklich ein interessantes, cooles Set, wie gesagt. Mit coolen Karten. Oh, den hatten wir auch noch nicht. Cool. Die Nummer 4. Künstlerkumpel buntäugiger Synchron. Ah, sehr interessant. Cool. Ja, somit würde uns jetzt nur noch eine einzige Rare fehlen. Also ich denke, vielleicht schaffen wir das jetzt nicht mehr in diesen ersten 15 Packs, aber ich denke auf jeden Fall, dass wir in dieser ersten Box die Rares komplett pullen können. Ich denke auch, die Commons, die Supers haben wir schon alle komplett. Somit würden uns jetzt nur noch die 4 Ultras fehlen.
Ja, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es doch noch schaffen, in den ersten 15 Packs alle Rares zu komplettieren. Hier mal den buntäugigen Lanzendrachen in Rare. Also somit hätten wir schon mal alle Rares gepult. Vor den Kamens würde ich sagen, ja, würden uns vielleicht noch ein, zwei, drei vielleicht fehlen. Wir haben auch alle Super Rares gepult. Also wie gesagt, also ich finde, für die ersten 15 Packs ist das schon mal richtig, richtig gut. Also uns fehlen jetzt eigentlich, wie gesagt, hauptsächlich nur noch die vier Ultras. Ja, Wahnsinn. Gut, dieses Video ist leider etwas länger geworden. Ich hoffe nicht mal, dass er sich überliebe, YouTuber, aber wie gesagt, bei diesem Set muss ich schon öfters mal ein paar Karten genauer ansehen und so und auch namentlich nennen. Ja, gut. Da haben wir es wieder doch am Ende des ersten Teils dieses tollen Collectors Pack 2017 Box Openings angelangt, liebe YouTuber. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer, für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir auch wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht auch gerne meine Facebook-Seite, damit ihr auch dann da rund um meinen Kanal und meine Yu-Gi-Oh!-Projekte immer auf dem neuesten Stand seid. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im zweiten Teil wieder. Bis bald, euer Card Collector 116.